Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Deal With. Wir sind heute wieder am Start. Es gibt die nächste Episode und heute gibt es eine richtig interessante und geile Karte. Für mich eventuell der beste Stürmer von den Werten her in FIFA 17 Ultimate Team, nach dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Er ist der Grund, warum Crystal Palace momentan noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, beziehungsweise relativ sicher nicht absteigen wird aus der Premier League in die Championship. Und der Name lautet Christian Benteke. Er hat sich bei Aston Villa richtig in den Vordergrund geschossen, bei Liverpool versagt und jetzt ist er bei Crystal Palace wieder richtig oben auf in London und zeigt seine Qualität und wird die hoffentlich heute auch in unserem Squad zeigen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich tierisch überfreuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MaxGamingTV, dazu auf eure FIFA Points und PSN und Microsoft Guthaben. Es gibt dazu einen Amazon-Link und natürlich mein Merchandise in der Videobeschreibung. Verlinkt könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr unterstützen möchtet. Und meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook könnt ihr kostenlos folgen. Würde ich mich drüber freuen. Gerade Instagram lohnt sich für die nächsten Wochen und Monate mit ordentlich vielen Bildern am Start. So. Das Team möchte ich euch natürlich zeigen, mit dem wir hier mit Christian Benteke spielen. Und zwar sieht das so aus. Im Tor Neto davor, Felipe, Eliseu, Rüdiger und Brosinski. Davor im Mittelfeld Khedira, Herrera und Oliver Torres. Und vorne in der Spitze haben wir den Kollegen Leroy Sané, Anthony Martial und natürlich als Stürmer Christian Benteke, die 88er-Variante. Ja, Max hat aber wieder ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. 140.000 Münzen habe ich gekostet mit den Mittelarbeitsraten. Das ist ein bisschen schlecht, aber 83 Tempo, 89 Dribbling, 91 Physis, 91 Shooting, 84 Passen. Wir gucken uns natürlich die Ingame-Stats genauer an. Dazu 1,90 groß, 4-Star-Weak-Foot, 3 Sterne Skills. Ja, das ist schon ziemlich nice und ich hoffe, er wird genauso spielen, wie die Werte es suggerieren. Ich kam mit dem Team of the Season Benteke vor 2 oder 3 Jahren, als er bei Aston Villa war, nie klar. Ich mochte den nie. Ich habe den in FIFA noch nie gefeiert. Ich fand Lukaku immer besser. Aber die Karte sieht so pervers aus. Das muss schon krass werden. Deswegen suchen wir jetzt einen Gegner und schauen mal, ob wir den jetzt zerstören werden. Gegner gefunden, Benteke ist In-Game-Stats. 87 Agilität zusammen mit 97 Körperstärke, 85 Sprintgeschwindigkeit ist pervers. 91 Finishing, dazu 87 Positioning. Er hat 97 Schusskraft, 87 Longshots, 93 kurzer Pass, was für den Schirmer extrem wichtig ist eigentlich. 96 Ballkontrolle, 89 Dribbling, 88 Jumping, 99 Heading mit 91 Körpergröße. Also ich hatte ja gerade schon, als ich gesagt habe, dass wir ihn zerstören werden, richtig Probleme zu sprechen. Und das liegt daran, dass diese Karte einfach von den Werten her so geil ist. Die Frage ist nur, wird er sich auch so spielen lassen? Oh, das sieht gleich schon mal richtig gut aus. Also dafür, dass er aus dem Stand war, mehr oder weniger, war das ein richtig starker Schuss. Ja, die Ecke will ich eigentlich nie mit ihm schießen. Das war jetzt ein Versehen, aber die kommt gar nicht so schlecht. Hat auch gute Freistoßwerte, 86 Freistoßpräzision. Und das bei einem Stürmer, der normalerweise das gar nicht können sollte, in meinen Augen, weil er eigentlich gar nicht der Typ dafür ist. Das ist kein Dybala oder sowas, einfach von dem Technischen her, aber offenbar ja schon ein bisschen, weil sonst hätte er nicht so viel Dribbling und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir direkt mal aufpassen. Gegner ein sehr schnelles Team, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Ich habe auch im Matchstream nicht so darauf geachtet, aber Vardy und Sané, das mit Martial vorne ist schon mal ordentlich Pace. Boah, den muss Martial annehmen. Ich weiß nicht, warum er das da nicht macht in der Situation. Der Pass war an sich gut von Benteke. Der jetzt den Ball nicht wiederbekommt, doch bekommt er wieder. Im 16er und jetzt der Finessi. Und da ist einer am Start und das ist Herrera. Der Rivale von Liverpool, von dem er ja gekommen ist und macht hier das 1-0. Natürlich hätte er auch mit links abziehen können. Er hat Forster Weakfoot, aber ich wollte mal Finessi ausprobieren. Schlecht war er nicht. Herrera macht 1-0. Weiter so. Das war eine ziemlich starke Parade von Neto, von dem ich eigentlich nicht viel halte in FIFA. Aber das hat er jetzt hier gerade sehr, sehr gut gemacht. Jetzt die Kontergelegenheit über Martial, jetzt muss Benteke laufen. Ja, ich glaube, das Problem bei dem, ich habe natürlich auch keine Anweisungen gemacht, weil ich ihn so testen möchte, wie er halt ist. Standardmäßig auf 10 Chemie. Ich habe keine Anweisung gegeben, irgendwie zu hinterlaufen oder die Abwehr zu überlaufen oder sowas. Was vielleicht ein bisschen blöd war, weil er halt nur Mittelarbeitsraten hat. Und das ist in meinen Augen immer ein großer Nachteil bei den Stürmern, weil mit Hochmittelarbeitsraten ackern die automatisch nach vorne, sogar mit Hochhocharbeitsraten. Aber wenn sie nur eine mittlere Angriffsrate haben, ist das meistens nicht so gut. Jetzt hat er wieder den Ball hier. Ja, das war schwach. Ja, und die Parade von Neto, da sage ich mal besser nichts zu. Also mit der Brust in der Mitte, bitte. Schönes Zusammenspiel. Benteke hat ihn wieder auf links. Ah, das war ein schwacher Abschluss. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet jetzt gerade. Das ist natürlich bitter, weil ich habe den immer nur auf links mit ihm. Jetzt Khedira. Jetzt hat er ihn auf rechts. Kommt er sich irgendwie durchsetzen. Das war kein Foul angeblich. Sané bleibt am Ball. Martial wieder auf Sané. Sané kann das Tor nicht machen. Benteke auch nicht. Ach du meine Güte. Und wenn das schon so losgeht. Da behindern sie sich gegenseitig und trotzdem ist der Ball im Tor und es ist Rüdiger, der es macht. Benteke indirekt mit der Vorlage. Auch wenn das hier, das weiß ich nicht. Ich glaube, Torres wollte den Seitfalls hier machen oder was, Herrera. Das war Herrera. Ja, Wahnsinn.
Mann, das sind so dumme Gegentore, die überhaupt nicht sein müssen. Wer war das? Smalling? Ach du meine Güte, also dann musst du den als recht halten. Komm, Deal with Benteke. Ja, er trifft, Gott sei Dank. Ich musste schon doppelt sweaten hier. Also okay, das erste war so gesehen technisch kein Sweat, aber das zweite schon. Und er trifft, Gott sei Dank. Alter, wir haben 5 Tore in der ersten Halbzeit gesehen und nur 1 von Benteke, was natürlich überhaupt nicht angehen kann. Aber vor allem sind das dumme Gegentore gewesen. Und vielleicht können wir jetzt sogar noch einmal auf 2-4 erhöhen. Nein, können wir erstmal nicht. Ja, bitte nicht das 3-3 kassieren. Vor der Halbzeit noch. Das ist bisher eine ganz komische Partie. Und das Ding ist, es spielt sich auch Benteke bisher ganz komisch. Ich weiß noch nicht, ob ich den gut finde. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn ziemlich gut. Bellerin mit dem dummen Foul im 16er. Ich glaube, es gibt Rot. Ja, wenn er so kommt, dann wird es wohl Rot geben. Und es gibt auch Elfmeter. Also Doppelbestrafung, die es klassisch ja gar nicht mehr gibt. Benteke mit der Chance per Elfmeter. Es gibt Gelb. Okay, da ist Gelb Rot. Und Benteke macht den Doppelpack. Sehr geil. Und der schöne Jubel. Ey, das ist... Jetzt gefällt er mir. Eieieiei. Also 86 Freischusspräzision ist halt irgendwie nur ein gepushter Stat. Normalerweise dürfte er nicht so stark Freischüsse können. Und das war auch nicht stark. Macht er den Hattrick? Er macht den Hattrick und wie, alter Schwede, mit absoluter Kraft in den linken oberen Winkel gedonnert die Kugel. Guter Laufweg, Hattrick, kannst du mal machen auf jeden Fall, ist aber natürlich auch sträflich freigelassen. Trotzdem gefällt mir das gut. Oh, alter Schwede, gegen Bailey ohne Probleme und dann der Abschluss schlecht, weil er mit links macht und nicht mit rechts mit dem Außenriss, was ich eigentlich geplant hatte. Vielleicht kriegen wir den nochmal zu Benteke, nee, der wäre auf Sané gekommen. Kopfballtor haben wir noch nicht gemacht, das fehlt eigentlich noch. Oh, der Abschluss nicht ganz toll, aber davor das. Also das mit 1,90 sich da so durchwuseln können, das ist schon richtig stark. Muss man schon mal sagen. So, und jetzt wieder schön vorbei an der Grätsche. Das. Oh, der hat zu viel Kraft. Der hat zu viel Kraft im Fuß. Also das wäre vielleicht, obwohl. Jetzt vielleicht haben wir die letzte Chance, nochmal nach vorne zu kommen und Kopfballtor zu machen. Sané wird geschickt. Sané gegen Smalling und Sané ist da. So. Wenn jetzt Benteke sich richtig stellt. Könnte das was werden? Die Flanke war aber nicht gut. Ist halt aber auch mit Sané der Linksfuß ist als Rechtsfuß ein bisschen schwierig. Und ich habe auch nicht gut gewartet. Aber normalerweise müsste das Spiel jetzt vorbei sein. Genauso ist es auch. Nee, doch nicht. Doch ist es. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Wir gewinnen mit 5-2 und 3 Toren. Mit 13 Schüssen von Christian Benteke. Gegen diesen Gegner Deal With hat funktioniert, auch wenn er nicht gequittet ist. Ich muss sagen, Benteke gefällt mir schon gut. Erster Durchgang war so ein bisschen mau. Das Ding ist, er hat viel zu viel Schusskraft. Und man muss schon... Ja, darauf achten, dass man nicht zu viel Power gibt, weil ansonsten drückt er das Ding halt immer drüber. Aber ist eine geile Karte, vor allem die Agilität gefällt mir bei der Größe und der Körperstärke extrem gut. Die Balance ist halt ein bisschen niedrig. Das ist auch abgesehen von Interception sein niedrigster Stat, der nicht halt irgendwie Marking, Sliding Tackle oder Standing Tackle ist. Das ist ein bisschen belastend, aber ansonsten kann man sich absolut nicht beschweren. Ist eine geile Karte, der Preis ist gerechtfertigt. Spielt in der Premier League, hat eine gute Nationalität. Was willst du mehr von mir? 9,5, na 9,25, wegen den Mittel-Mittel-Arbeitsraten von 10. Ich hoffe, die Episode hat gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.